Diese Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Eine extrem gewalttätige Bruderschaft. Hier geht's nur ums Töten. In US-Hochsicherheitsgefängnissen fanden Hass und Verachtung einen Nährboden. Im Gefängnis kann man zum knallharten Rassisten werden. Meine Brüder hatten ausgestochene Augen und verdrahtete Kiefer. Andere wurden ermordet. Sie sind eiskalte Killer. Wenn einer meinem Bruder blöd kommt, kriegt er eins in die Visage. Wer ihre zweifelhafte Machtstellung bedroht, der stirbt. Denn sie sind der Aryan Circle von Texas. Wenn du dich mit einem von uns anlegst, hast du mit allen ein Problem. Houston, die amerikanische Hauptstadt des Öls. Nur in New York haben noch mehr Unternehmen ihren Sitz, die zu den 500 umsatzstärksten der Welt zählen. Doch auch die Kriminalitätsrate ist sehr hoch. Allein 2008 gab es hier 295 Morde. Die Täter kommen ins Texas Department of Corrections, kurz TDC. Zu ihrem eigenen Schutz schließen sich dort viele Insassen einer Gang an. Die meisten hier halten die weiße Rasse für die Schwächere. Wer Schwäche oder Angst zeigt, wird fertig gemacht. Die nehmen einem die Kohle ab oder gehen einem an die Wäsche. Der ideale Nährboden für eine abgebrühte Gang. Die Brüder und Schwestern des Aryan Circle, zu Deutsch Arischer Kreis. Man kann diese Leute eigentlich gar nicht beschreiben. Obwohl das Wort Abschaum, das könnte passen. Sie schwören auf das Hakenkreuz. Und dabei behaupten sie, keine Rassisten zu sein, sondern Separatisten. Rassisten hassen andere wegen der Hautfarbe. Darum geht's hier nicht. Es geht um das Erbgut. Man muss die eigene Rasse erhalten. Die meisten dieser Gruppen wollen einem weismachen, dass sie nicht gegen Schwarze, Hispanics oder Asiaten sind, sondern für Weiße. Aber das ist Wortklauberei. Der Aryan Circle bezeichnet sich nicht als Gang, sondern als Familie. Der Knast ist Feindesland. Wer keine Familie hat, kämpft ganz für sich allein. Und wenn einem jemand hilft, vergisst man ihm das nicht. Für so jemanden würde man alles tun. Wie unter Brüdern. Alle Gangs bezeichnen sich als Familien. Das schweißt diese Typen zusammen und füllt die Leere in ihrem Leben. Der Aryan Circle hat eine blutige Vergangenheit und mächtige Feinde. Die Mitglieder sind extrem gefährlich und töten jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Für Probleme kennen die nur eine Lösung: Gewalt. Da wird nicht drum diskutiert. Johnny Jones alias JJ war mehr als 20 Jahre lang ein hochrangiges Mitglied des Aryan Circle. Eine andere Familie als diese Gang hatte der 43-Jährige nie. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich 9 war. Ich kam zu meiner Mutter und die steckte uns ins Heim. JJ hat den Großteil seines Lebens hinter Gittern verbracht. Erst in einer Besserungsanstalt, dann im Jugendgefängnis und schließlich mit 17 im echten Knast.
Das Gefängnisleben ist extrem brutal, wenn man nicht hart genug ist. Entweder man lernt zu kämpfen oder man geht unter. JJ wurde wegen Einbruchs und Drogenbesitzes verurteilt. Derzeit sitzt er 25 Jahre wegen schwerer Körperverletzung ab. Ich habe 7-mal Hafturlaub beantragt und nie bekommen. Die vergangenen 9 Jahre hat er in dieser 7 Quadratmeter kleinen Zelle verbracht, in Einzelhaft. So verfährt man in diesem Gefängnis mit gewalttätigen Gangmitgliedern. Als Aryan Circle-Mitglied landete ich in Einzelhaft. Manchmal ist es echt hart. Ich versuche halt, mich zu beschäftigen. Die sind 23 Stunden pro Tag da drin eingesperrt. Kommunikation findet nur über Zeichensprache oder Zettelchen statt. Doch trotz Isolation ist der Aryan Circle aktiv und geht weiter seinen dunklen Geschäften nach. Und das mit brutalster Gewalt. Terry Rayborn, alias Maverick, hat sich an die Spitze der Gang geschlagen. Ich bin wahnsinnig schnell aufgestiegen. Ich habe echt zugeschlagen. Maverick landete bereits als Jugendlicher wegen schweren bewaffneten Raubes hinter Gittern. Im Bezirksgefängnis lernte er, was es zu lernen gab. Und dann kam er in den echten Knast. Als ich ins Bezirksgefängnis einfuhr, wog ich bei 1,80 Körpergröße gerade mal 83 Kilo. In diesen 5 Monaten haben sich Leute um mich gekümmert, die schon im echten Knast waren. Ich musste viel trainieren, die haben mir gezeigt, worauf man achten muss. Als ich dann in den Knast kam, war ich ein New Boot. Ein Neuling, der aber schon was drauf hatte. Maverick kam in die berüchtigte Ferguson Unit des TDC. Niemand will in die Ferguson Unit. Damals hieß der Bereich der Gladiatorenblock. Da gab es nur junge Typen, die sich dauernd geprügelt haben. Jeder checkte einen ab. Will der kämpfen? Oder ist das der Punk von irgendwem? Maverick behauptet, nie ein Punk gewesen zu sein. Gleich am ersten Tag wollte er klarstellen, dass mit ihm nicht zu spaßen war. Ich habe den Typen provoziert, nach dem Motto Maul oder Beule. Ich habe ihn fertig gemacht. Nach dem Kampf wusste jeder, der kann kämpfen. Der hat einen Arsch in der Hose. Mit dem legt man sich besser nicht an. Den Ärger ist es nicht wert. Die Brüder vom Aryan Circle haben jede Menge Dreck am Stecken. Wer einen von ihnen provoziert, riskiert vielleicht sein Leben. Inzwischen haben die AC-Mitglieder ihren Krieg über die Gefängnismauern nach draußen getragen. Dennis Clem alias Big Boy zum Beispiel hat Ganggeschäfte auf die Straße gebracht. Der 24-Jährige saß wegen tödlichen Schusswaffengebrauchs 4 Jahre ein. In dieser Zeit schloss er sich der Gang an. Er stand im Aryan Circle ziemlich weit oben, weil er so oft im Gefängnis gewesen war. Als er das letzte Mal draußen war, lernte er Tanya Smith kennen. Seine Freundin alias Little Feather dealte mit Amphetaminen und Marihuana. In 2005 wurde das Paar wegen Waffen- und Drogenschmuggels über die mexikanische Grenze verhaftet. Beide kamen für ein knappes Jahr hinter Gitter. Nachdem sie ihre Haftstrafen verbüßt hatten, kamen sie in Houston erneut zusammen. Schon bald verübten sie im Süden eine Reihe schockierender, brutaler Gewalttaten. April 2007. Der 19-jährige Afroamerikaner Brandon Lewis fuhr mit 3 Freunden nach Houston. Am Steuer saß ein weißer Junge, die 3 anderen waren farbige.
Diese jungen Leute wollten sich bloß mal Houston ansehen. Einer der Freunde, der Fahrer, war in diesem Viertel aufgewachsen. Brandons Mutter spürte, dass es irgendwie Ärger geben könnte. Sie spürte, dass irgendetwas faul war. Ich habe ihn gewarnt und gesagt, Brandon, steig nicht ein, weil mir irgendwas an den anderen missfiel. Aber er meinte bloß, oh Mama, alles okay. Brandons Freund fuhr sie durch das Viertel Cloverleaf. Sie hielten vor dem Haus, in dem das AC-Mitglied Dennis Clem wohnte. Dennis Clem saß gerade auf der Veranda. Er war vermutlich nicht begeistert, dass da drei Afroamerikaner genau vor seinem Haus parkten. Zunächst flogen nur verbal die Fetzen, schließlich aber wurde es ernst. Keiner weiß warum, aber plötzlich schoss Brandons weißer Freund auf das Haus. Dann türmten alle vier Hals über Kopf. Clem war außer sich. Sowas wollte er sich nicht gefallen lassen. Dennis Clem holte seine Kalaschnikow raus. Die vier Jungs waren im Auto schon die Straße runtergefahren. Und Clem feuerte drauf los. Das Auto war einen halben Block entfernt, als Clem zu schießen begann. Er traf Brandon und einen seiner Freunde. Die Kugeln schlugen durch den Wagen wie durch Butter. Überall waren Einschusslöcher. In der Heckklappe, der Ladefläche, der Fahrerkabine. Die Geschosse durchschlugen die Sitze und landeten im Armaturenbrett. Bald darauf erhielt Brandons Mutter einen Anruf, ihr Sohn sei niedergeschossen worden. Brandon hatte zwei Kugeln abbekommen. Man brachte ihn ins Krankenhaus. Drei Stunden später war er tot. Gemeinsam mit Tanya Smith ergriff Dennis Clem die Flucht. Doch die Polizei reagierte schnell. Man sagte uns, dass er extrem gefährlich sei und dass er ums Verrecken nie mehr in den Knast gehen wollte. Sie spielten Bonnie und Clyde, wirklich. In einem Brief schrieb Tanya, wenn ihr uns folgen wollt, folgt einfach den Patronenhülsen. Am 5. August erreichten Clem und Smith das Städtchen Bastrop in Louisiana. Sie kamen nach Bastrop, weil dort ein Freund wohnte, auch ein Aryan Circle-Mitglied. Der besorgte ihnen auf seinen Namen ein Motelzimmer. Clem und Smith verkrochen sich im Budget Inn, genau gegenüber von der Polizeistation Bastrop. 5 Tage blieben sie unerkannt, doch bei einem Einkauf im Walmart wurden sie von Überwachungskameras gefilmt. Sie konnten sich verstecken, doch das Schlimmste sollte noch kommen. Wir wussten, dass er auf seiner Flucht jederzeit ein Blutbad anrichten könnte. Houston, Texas. Die viertgrößte Stadt der USA hat mehr als 2 Millionen Einwohner. Und ein gewaltiges Problem mit kriminellen Gangs. Wir haben hier Gangs von der Westküste, die Crips und die Bloods. Aus dem Mittleren Westen, die Latin Kings, Gangster Disciples und Black Disciples. Mitglieder fast aller Gefängnisgangs laufen durch Houston. Auch welche vom Aryan Circle. Der Gründer dieser Gang sieht sich als geborener Anführer. Ich habe den AC gegründet, damit wir im Gefängnis überleben konnten. Denn das war Feindesland. Mark Gaspar alias Cowboy ist der Gründervater des Aryan Circle. Überleben konnte auch bedeuten, dass man jemanden umbringen muss. Auf jeden Fall musste man sich dadurch kämpfen. Cowboy kam 1979 wegen Einbruchs in die Ferguson Unit des Texas Department of Correction. Alle Gefangenen schlossen